Eindruck von den fünf Fans auf der Two-Side, der liebe Varus. Ja, Varus sehr, sehr guter ADC, solider Bann, würde ich jetzt mal so sagen. Und auf der anderen Seite ein Aphelios-Bann. Aphelios auch natürlich sehr, sehr stark. Ist nicht ganz einfach zu spielen, aber wir haben natürlich Deft schon auf Aphelios gesehen. Und der hat relativ gut performt, würde ich jetzt mal auch wieder so sagen. Ne? Ja, das kann man so sagen. Das ist richtig. Demnach ein nachvollziehbarer Bann. Genau das wollte ich sagen. Dann sehen wir noch neben dem Aphelios hier einen Master Yi gebannt. Haben wir gerade auch schon rausgenommen, gesehen tatsächlich. Und die fünf Friends entscheiden sich hier für die Yuumi auf der Support-Position. Also man nimmt hier quasi eine komplette Botlane raus mit dem Varus zusammen und den Klett. Genau, also starker Top-Laner. Schöne Ultimate, kann man gut mit dem Team arbeiten. Was wir noch Lustiges zu den fünf Friends tatsächlich sagen können: Auf der Top-Lane sehen wir nicht Yuumi, wie sonst immer, sondern Black Chinese. Und Black Chinese ist, soweit ich weiß, der Coach von den fünf Friends. Ja. Das heißt, der Coach muss es hier richten, das 6:0 einzufahren. Mal gucken, ob er im Coachen genauso, im Spielen genauso gut ist wie im Coachen, weil das kann er obviously ziemlich gut. Ich bin mal gespannt, ne? Weil ich glaube, das ist schon was anderes zu spielen, als nur dahinter zu stehen und zu sagen, wie es abläuft und vor allem im Chat auch immer sehr, sehr häufig vertreten. Ja, eigentlich Zuschauer immer. Eigentlich, ja. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er jetzt hier auch mal sich einen Namen in-game machen will. Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Gelegenheit dazu. Wir sehen natürlich standardmäßig fast schon bei den fünf Friends den Syndra First Pick, also den sehen wir wirklich jedes Game. Da haben die Gegner das irgendwie noch nicht ganz geblickt, dass man den vielleicht mal, dass man die Syndra vielleicht mal rausnehmen könnte. Man hat auch keinen Jarvan gebannt, was auch ein Signatur-Pick eigentlich von der oder zum Beispiel Malza haben wir auch sehr, sehr oft in der Mitte gespielt. Du hast hier viele Champions, die noch offen sind. Du hast Bans wie Master Yi und Diana gesehen, die beide sehr stark sind. Aber glaube ich, im Kompetitiven, also quasi im 5 gegen 5, meiner Meinung nach immer nicht ganz so strong. Assassins sind in der Solo-Queue super, super strong und funktionieren auch immer. Aber persönlich finde ich immer, ist ein bisschen schwer umzusetzen im 5 gegen 5. Kann man natürlich machen. Gute Spieler können es natürlich. Aber ich persönlich finde immer halt über Tanks. Mages ist einfacher auszuführen. Ja, das ist richtig. Da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Wir sehen jetzt hier noch einen Kane-Pick. Kane in den Nocturne gepickt, den wir hier von Trust Esports sehen. Beide, also Nocturne sehr, sehr aggressiver Jungler. Mit der Ultimate kann man da sehr, sehr gut arbeiten. Kane natürlich auch sehr, sehr stark, vor allem wenn er gut ins Game kommt. Der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Schadenspotenzial zur Verfügung. Und mal gucken, ob das jetzt der Maokai Top-Lane wird, was wir gerade ja schon gesehen haben. Nein, es wird der Shen. Gefällt mir mindestens genauso gut eigentlich, muss ich sagen. Sehr gute Teamplay-Möglichkeiten mit dem Shen. Natürlich mit dem Maokai hätte man ein bisschen mehr Sustain. Aber Shen jetzt eigentlich auch nicht gerade dafür bekannt, dass er nicht tanken wird. Ja, Shen vor allem auch einfach sehr, sehr stark im Duellieren. Du hast einfach mit deiner W den besten Spell gegen jeden Champion wie eine Wayne zum Beispiel auf der Top-Lane, einen Klett, einen Jax, die alle Auto-Attack-Damage machen. Deswegen Shen eigentlich auch immer sehr, sehr gut im Duellieren auf der Top-Lane. Und deswegen Shen ein sehr, sehr guter Pick fürs Team durch seine Ult und vor allem auch einfach, weil er immer sehr, sehr wichtig ist, auch auf der Lane. Ja, das ist absolut richtig. Jetzt sind wir mittlerweile in der zweiten Mann-Phase angekommen tatsächlich. Der erste Bann, wie wir es gerade vorhin schon gesehen hatten, auch ein Nautilus. In der zweiten Bannphase rausgenommen, wenn man sich jetzt mal überlegt, was ist denn noch offen auf der Seite von den fünf Friends, ist obviously die Botlane noch offen. Dementsprechend sollte man sich auf Seiten von Trust Esports hier auf Supporter und ADC-Buns fokussieren. Man hat das hier richtig schon gemacht mit dem Nautilus. Auf der Blue-Side hat man sich hier tatsächlich die Kayle entschieden, weil der Top-Laner eben noch nicht gepickt, Kayle entschieden, weil der Top-Laner wie gesagt noch nicht gepickt ist. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht Main Top-Laner, aber Kayle gegen Shen vielleicht nicht das beste Matchup. Ja, kann funktionieren, würde ich mal behaupten. Du willst natürlich einfach nicht gegen Kayle spielen, weil es ja einfach irgendwann immer super strong wird. Du hast so die Möglichkeit, so bis Level 6 ist hier ein Minion. Danach, und sie haben es ja jetzt ein bisschen gechanged, ab Level 6 hast du deine Range. Vorher war es ja erst Level 11, das heißt, du warst bis Level 11 warst du einfach nicht mal ein Kayle-Minion, weil du warst ja nicht Range. Du hast nämlich erst ab Level 11 dann die Range bekommen und deswegen war sie halt immer
du willst halt nicht Level 16 mit ihr werden oder gegen sie werden. Deswegen ist Kayle eigentlich auch immer ein guter Bot. Ja, genau, so ist es. Man hat sich auf der Seite von Trust Esports dann noch für den ADC Bann entschieden, für die Caitlyn. Auf der Seite von den 5 Friends hat man sich für einen Supporter tatsächlich entschieden. Für die Lulu, sehr, sehr starker Support. Und jetzt sehen wir auf der Seite von Trust Esports tatsächlich eine Tristana eingeloggt. Das heißt, ich schätze mal, die werden die Wayne auf die Toplane packen. Würde ich jetzt mal davon ausgehen und die Tristana dann auf die AD-Carry-Position. Auf der anderen Seite hier die Senna eingeloggt. Senna kann man jetzt sowohl Support als auch ADC spielen. Als ADC vielleicht einen Tacken stärker. Gerade mit der Fasting Senna-Taktik kann man das ganz gut machen. In der Soraka wird es jetzt nicht so häufig gespielt, gerade wenn man die Fasting Senna-Taktik spielen will. Also dass man im Early Game als Supporter farmt und dann die Senna einfach die Seelen viel, viel schneller kriegt und dann deutlich, deutlich besser und früher viel, viel Damage anrichten kann. Aber man spielt hier tatsächlich die Senna Normal ADC gepaart mit einer Soraka-Support. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch der Supporter übrig, auch auf der Seite von Trust Esports. Da werden ganz wilde Picks eingeloggt. Galio Support, absolut möglich. Haben wir des Öfteren schon gesehen, tatsächlich bei den Franken Finals. Genau. Ja, Galio immer sehr gut, vor allem weil er irgendwie ein Damage-Dealer ist, aber auch ein Tank. Er ist sehr, sehr tanky gegen zum Beispiel eine Syndra, gegen den Damage von der Soraka, die ja eigentlich auch mehr. Ne, macht sie gar nicht. Sie macht ja mit dem QAD-Damage. Macht mit dem QAD-Damage. Er hast kein Wave-Clear, deswegen brauchst du entweder dann Tiamat oder Barmis. Ja. Um halt die Wave überhaupt zu clearen, weil sonst hast du ja nur deine Autotex, du hast vielleicht diesen verstärkten Autotex mit der Q. Das macht schon ein bisschen Damage, aber du hast halt keinen Spell, der wirklich Wave Clear hat. Deswegen brauchst du unbedingt diesen Tiamat oder halt Barmis. Ja, und dann wird es schwierig mit der Early Bramble West, so wie ich es gerade angesprochen habe. Kann man bauen, aber ist natürlich. Ja, wirft einen dann vielleicht ein Stück weit auf der Lane dann zurück, wie du es gerade schon angesprochen hast. Wayne muss jetzt aber aufpassen, die wird hier gecatcht von den 5 Friends und verliert an der Stelle dann auch tatsächlich ihren Flash. Hat man gut gemacht, hat man schön gewartet, bis hier die Wayne reinsteppt und tatsächlich, ich sehe gerade auf der Map, ist sie gerade nochmal an der Syndra vorbeigelaufen. Ich dachte, sie läuft einfach wieder dran vorbei und hat gedacht, der Kayne ist wieder weggegangen, natürlich nicht. Hier wird auch direkt Counter gejungelt vom Kayne, was natürlich auch wieder mal sehr, sehr... Ich weiß nicht, ob man es riskant nennen kann, aber es ist natürlich was, was dir sehr, einen sehr großen Advantage bringen kann, wenn du natürlich danach deinen Red Buff bekommst. Wenn du einfach nur Red Buff 1 gegen 1 tauschst, ist natürlich eigentlich egal, ob du deinen nimmst oder den gegnerischen. Aber so, wenn du dadurch den Vorteil von 2 Red Buff bekommst, ist natürlich sehr, sehr stark. Das ist genau so richtig. Jetzt hat man auf der Toplane keinen Flash mehr auf Seiten von Trust Esports. Da muss die Wayne ein bisschen defensiv spielen, gerade wie du angesprochen hast, der Kayne im Gegner-Jungle unterwegs. Wenn er hier gut durch den Jungle durchkommt, hier nicht allzu viel Leben verliert, er hat ja noch Smite. Ja, jetzt hat er gerade gesmited, ich wollte gerade sagen, er hat noch Smite ab. Der Taunt auf der Botlane ist aber erstmal drauf. Deft kriegt hier ordentlich Schaden, aber kann sich durch seine Q ziemlich einfach wieder heilen, was ich sagen wollte. Die Wayne ist hier in Gank-Gefahr, weil der Kayne, wie wir hier sehen, noch immer noch Topside ist. Und jetzt tritt er jetzt die Lane über den Tribush. Kamera springt jetzt auch hoch. Wayne hat noch keinen Flash zur Verfügung. Sehr schöner Flash-Taunt an der Stelle vom Shen und das First Blood für den Kayne. 1:0 für die 5 Friends. Das hat man sehr, sehr gut gemacht. Es war sehr, sehr clean, muss ich sagen. Das habe ich echt nicht erwartet. Wir schauen uns das First Blood nochmal kurz im Replay an. Ja, und da sehen wir hier der Kayne eigentlich mit dem guten Slow auf der Wayne und dann der Flash-Taunt von Shen. Das war wirklich clean. Also, das war wirklich clean. Ja, das war ein sehr Last-Second-Flash tatsächlich. Vielleicht hat man gedacht, die Wayne tumbelt dann nochmal nach vorne, etc. Aber der Flash ist sehr gut getimed gewesen und wunderschöner Taunt. Man hat hier wirklich eiskalt ausgenutzt, genauso wie ich es gesagt hatte, dass der Kayne hier von hinten sehr leicht kommen kann aus dem gegnerischen Jungle. Das die Wayne vielleicht nicht unbedingt erwartet. Ich meine, man hätte es wissen können, nachdem man im Early Game schon den Flash verloren hat. Sehr offensiv stand und dann war das eigentlich ein sehr, sehr einfacher Kill. Der hat nur noch darauf gewartet, abgeholt zu werden quasi. Ja, und vor allem... Du weißt ja, dass du keinen Flash hast. Und dann, wenn der Jungler im gegnerischen Jungle... So, dann sind wir jetzt wieder beim nächsten Gank. Und der hat immer noch den Red Buff. Und der Slow, der ist schon stark. Und der holt dir fast den Solo-Kill. Er holt dir den Solo-Kill auf der Wayne, die mittlerweile 0-2 steht. Und nicht so richtig ins Game kommt. Ja, die kommt hier wirklich gar nicht ins Game. Flash-Q hier aggressiv nach vorne von Book. Da muss die Tristana tatsächlich das Heal ziehen. Da hat man den Damage sehr gut eingeschätzt von der Soraka tatsächlich. Der Q ist ja ein Skillshot, obviously.
Hat den auch ganz gut gehittet und da hat die Strana doch sehr, sehr viel Angst gehabt, was wir jetzt aber auf Toplane gesehen haben. Ich habe normalerweise unterbreche ich dich bei solchen Situationen immer, aber ich bin ehrlich, ich dachte nicht, dass hier der Kane tatsächlich die Wayne killen kann, aber der hat massiven Schaden angerichtet, hatte auch Red Buff, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also der konnte da wirklich, wirklich viel Schaden anrichten und da hat es tatsächlich gereicht und die Wayne 0-2 ist zwar im CS ahead, gut, Range gegen Melee Matchup, kann man vielleicht erwarten. Ahead, ja. Kann man meistens erwarten, genau wie du schon gesagt hast, dass man hier mit CS leicht ahead ist. Aber wenn man so auf der Toplane weiterspielt, man hat jetzt die Wayne, zumindest was das Early Game angeht, die nächsten 5 bis 7 Minuten sehr, sehr klein gehalten. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du die Wayne eher klein gehalten hast oder dich selber gefeedet hast als Kane. Du bist ja quasi immer even mit dem Shen, der nur einen Assist bekommen hat. Er hat ja nicht den Kill bekommen. Dadurch hat er natürlich weniger Gold bekommen und durch den kleinen Gold-Lead, den du hast, durch den Farm, bist du als Wayne, glaube ich, nicht ganz so behind geworfen. Du bist ja auch im Level gut dabei. Du bist Level 4 gegen Level 5. Nee, auch gegen Level 4, sorry. Deswegen ist es, glaube ich, noch relativ okay für sie. Es könnte schlechter sein. Aber, genau, wie du schon angesprochen hast, auf der Lane jetzt vielleicht nicht den größten Effekt, richtig? Aber im Jungle schon huge. Ja, auf jeden Fall. Da der 2-0 Kane auf jeden Fall am Start. Wenn der jetzt schon die Wayne 1v1 konnte, was macht er dann in 5 Minuten mit ihr? Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Aber wir werden gespannt sein, wie das Ganze abgeht. Auf der Mitte sehen wir mittlerweile ein 11 CS-Lead tatsächlich von der Syndra, den sie sich hier erarbeiten konnte. Stark natürlich, CS-Lead immer was du erreichen willst, obviously. Bringt dir sehr, sehr viel Gold. Jetzt sehen wir aber den dritten Gank tatsächlich auf der Toplane. Wayne hat immer noch keinen Flash zur Verfügung. Aber man schafft es jetzt nicht ganz tatsächlich, sie zu bekommen. Ich dachte, das wird jetzt der nächste Kill, aber hat man gut gespielt. Ich glaube, der E war hier sehr, sehr gut gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob man den Taunt interrupten konnte. Hat man den Taunt interrupten? Nee, der Taunt wurde nicht getroffen. Er wurde nicht getroffen. Ich dachte, sie hat ihn mit dem sie hat mit dem E den Kane weggeschlagen, der gerade dabei war, seine W zu casten. Das sah ziemlich komisch aus, by the way. Die W war einfach auf dem Boden, obwohl da keiner war. Jetzt geht man aber für den Dive. Jetzt kam der E raus, aber der Shen bereits Level 6. Schafft es hier, den Kane zu ulten, der mit seiner Ultimate drauf ist. Aber der Fight schaut nicht gut aus. Deathblade schafft es tatsächlich noch, sich hier die Wayne zu securen. Jetzt kann das hier aber der Anschlusstreffer für den Nocturne im Jungle-Duell sein. Er kriegt den Slow raus, kriegt jetzt nochmal einen ordentlichen Movement-Speed-Buff. Aber Shen sollte hier in der Lage sein, rauszulaufen, weil jetzt auch perfekt getimed die Wave reingepusht kommt. Gucken wir uns das Ganze nochmal im Replay an, Joni. Ja, und jetzt sehen wir hier schon den Dive. Schönes Knockback von der Wayne, die hier noch relativ lang überlebt, auch viel Damage auf den Kane macht. Der hier, weil er seine Form noch nicht hat, sich nicht richtig healt mit seiner Ultimate. Die ist natürlich stärker, wenn er seine Red Form hätte. Aber er ist natürlich so auch mit dem Kill. Ist mal zufrieden. Die Wayne hat auch einen Kill bekommen. Ist nicht ganz so toll für den Shen, aber es ist ganz okay, glaube ich. Ja, aber die Sache ist, warum, denke ich, der Fight so auf der Toplane für die 5 Friends ausgegangen ist, man hatte die Shen-Ultimate zur Verfügung. Und die Wayne hatte noch keine Ultimate und der Nocturne hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch keine Ultimate. Sonst hätte er sie benutzt. Also das hätten wir definitiv gesehen. Das heißt, man hatte doppelt einen Level 6 Vorteil auf der Seite von den 5 Friends. Und da konnte man wirklich sehr, sehr gut damit arbeiten. Hier ist Book 3 Tower-Shots getankt, aber ich meine, er ist Soraka, kann sich nicht selber healen mit dem W tatsächlich, nur mit der Ultimate. Aber er hat eine Senna am Start, die wirklich mit ihrem Q auch als ADC sehr, sehr viel healen kann tatsächlich. Von daher, man hat hier eine sehr, sehr gute Sustain-Lane gepickt. Also Soraka kann hier Senna heilen und Senna kann hier die Soraka heilen. Also man hat hier sehr, sehr guten Sustain auf jeden Fall am Start, aber trotzdem noch keine Kills gefallen, was die Botlane angeht. Ja, ich denke, man will einfach solide weiterspielen und wenig fighten. Du scalst ja ins Unendliche. Du hast die Senna, die sehr, sehr viele Stacks bekommen wird, weil sie ja quasi eigentlich Supporter ist, ja, weil sie ADC. Und dadurch kriegst du ja viele Stacks und das ist auch genau das, was du hier haben willst. Genau, so ist es. Und der Kane jetzt tatsächlich mal auf der anderen Seite von der Karte, auf der Botside, mittlerweile Level 7, der wird hier die Tristana almost one-shotten. Jetzt muss aber die Soraka aufpassen, kriegt die Ultimate nochmal durch, aber der Turret-Shot wird sie killen. Aber man nimmt sich hier auf Seiten von Galio tatsächlich den Kill und Deft schafft es aber, sich den ersten Kill hier in diesem Spiel sich zu sichern mit seiner Ultimate oder mit ihrer Ultimate, wenn man vom Champion aus spricht. Aber man hat hier die Soraka aufgegeben. Schauen wir es uns im Replay nochmal an, Joni. Ja, und da haben wir hier den sehr, sehr schönen Silence gesehen von Book,
der hier einfach die Tristana komplett, ich nenne sie jetzt mal cockblockt, und dann der Galio ist einfach nicht tanky genug gegen AD Champions. Schöne Senna Ultimate, die macht ja, glaube ich, True Damage, wenn du in der Mitte triffst, wenn ich jetzt ganz sicher bin, genau. Und dadurch ignoriert sie dieses Schild, weil das ja nur gegen AP Damage prockt. Magic Damage, genau. Ja. Deswegen sehr, sehr gut gemacht von der Senna. Ja, war sehr gut gespielt wieder von den 5 Friends. Wieder ein sehr, sehr erfolgreicher Gank tatsächlich vom Kane. Der macht hier wirklich gute Arbeit. Geht hier mit seinem Feed auch sehr, sehr gut an um. Aber schafft es trotzdem noch mit den CS ahead zu bleiben, obwohl er so viel gankt. Also jetzt ist hier mit 66 zu 51 CS vorne. Aber was wir jetzt sehen auf der Seite von Trust Esports, sie nehmen sich ja einfach den Turret. Sie wissen anscheinend irgendwoher, dass der Kane sich gerade Topside aufhält. Macht ihr keine Wishen von den 5 Friends, wir haben es gerade nochmal gesehen. Und das ist der First Dragon, der Mountain Drake für Trust Esports. Ja, sehr gut gemacht. Man weiß, dass die Syndra nicht mehr da ist. Die wird wahrscheinlich in Blue Buff bekommen, hat man sich gedacht. Dadurch wusste man, dass der Kane hier nicht auf der Botside ist. Deswegen, sehr schöner Drake. Hat man wirklich gut gelesen. Jetzt aber der Gank auf der Seite von Trust Esports auf der Botlane. Die Galio Ult kommt nochmal raus, kann aber hier nichts hitten. Nocturne hat noch Ultimate, ab aggressiver Dash hier nach vorne, aber man kann das hier ganz gut fighten. Senna W ist drauf, jetzt ist er rooted. Jetzt kommt die Nocturne Ult raus, aber die Heals von Soraka sind übelste Sorte strong. Die Senna hier immer noch full life. Jetzt muss man gucken, was man mit den Autodecks machen kann. Sehr schöner Flash hier vom Nocturne. Kriegt man hier nochmal W raus, sie wird gespellt. Shield, aber der Silence von Book in kombiniert mit dem Q führt hier zum ersten Kill. Senna snackt sich mit Q Order Tag den nächsten Kill. Wird es der Triple Kill? Nein, Black Chinese hier mit der Ultimate zur Stelle. Er hat TP, kann sich gleich wieder auf die Toplane zurückziehen, ohne hier gerade viel zu verpassen. Sehr gut gespielt von den 5 Friends. Joni, schauen wir uns das Ganze nochmal mit Replay an den Fall. Ja, und die haben einfach keinen Damage bekommen. Hier kommt die Galio Ultimate raus und die Senna ist immer noch full life. Danach kommt der eigentlich relativ gute Engage hier von Galio, aber der bekommt einfach so viel Damage und die Nocturne Ultimate trifft die Senna zwar, aber schöner Heal von Soraka und die Senna ist immer noch full life. Also sie macht sehr, sehr viel Damage und ist einfach irgendwie, ja, ungehittet, würde ich es mal so nennen. Schöner Flash hier nochmal von Book. Danach ist der Senna Damage einfach zu hoch. Schöne Ultimate von Shen außerdem noch. Und damit holt man sich hier 3 Kills auf der Botlane. Ja, da war man sich beim Engage, glaube ich, nicht ganz einig auf Seiten von Trust Esports. Was hier die, ja, gehen wir jetzt rein, gehen wir nicht rein. Also es ist der Nocturne rein, dann kam eine Galio-Ult, dann ist man wieder zurück, dann ist der Galio wieder reingejumpt, dann ist man wieder zurück, dann kam die Nocturne-Ult und dann ist man wieder zurück und letztendlich sind alle gestorben. Also da vielleicht ein bisschen misskommuniziert. Jetzt sehen wir hier aber gerade schön von der Regie eingeblendet das Gold. Ja, und man hat hier sogar auf der Midlane ein Goldlicht von, ja, guten 2000 Gold. Auf der Toplane ist es sogar auf der Seite von der Wayne der Goldlicht. Also die ist hier noch gut dabei, die ist im Farm ahead, hat einen Kill bekommen. Also die ist vielleicht so die letzte Hoffnung für hier Trust Esports. Dann im Jungle ist es wieder sehr, sehr eindeutig. Sorry. Da ist es fast doppelt so viel für den Kane, der hier auch einfach viel macht auf der gesamten Map, der viel Damage rausbringt und vor allem auch gut farmt. Danach haben wir außerdem auf der Botlane wahrscheinlich auch einen sehr guten Lead, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Und hier auf der Toplane wird einfach weiter getradet. Ja, das ist richtig. Auf der Toplane tradet man hier ganz normal weiter. In der Mitte wirklich der Goldlead, den du angesprochen hast, wirklich massiv. Jetzt muss hier aber erstmal hier der... Nee, ich weiß nicht, welcher Champion ist. Ich erkenne es gerade nicht. Nico war das tatsächlich. Muss hier aufpassen, dass sie nicht stirbt. Nocturne kommt nochmal mit der Ultimate zurück. Während die Wayne sehr, sehr low ist und gestorben ist tatsächlich. Die Nico kommt tatsächlich raus. Hier ganz cheesy unten im Busch gestanden. Da hat man das auf der Seite von 5 Friends anscheinend nicht bemerkt. Sehr schön, der Syndra Stun hier an der Stelle. Und nochmal W von der Senna hinterher. Da kommt jetzt die Syndra Ultimate auf die Tristana. Flash Torn kann hier die Tristana nicht hitten. Double Kill trotzdem für die Syndra. Jetzt kommt, muss Nico gucken, was sie hier mit der Ultimate anrichten kann. Deft mit einer sehr, sehr schönen Stopwatch wird demnach nicht hier vom Damage getroffen, aber Shutdown von der Nico auf dem Kane, muss aber trotzdem ihr Leben für diesen Trade lassen. Ah, die Wayne schafft es nochmal gerade so Avotox mit dem E wegzunocken, aber wird sie das überleben, wenn hier eine Q connected, die geht daneben. Ignite ist drauf, reicht es, seiner Ultimate wäre nicht zur Verfügung, aber man schmeißt hier einfach nochmal einen Minion hinterher und sichert sich den nächsten Kill. 15 zu 3 für die 5 Friends. Ja, und ich glaube, man hat hier in diesem Fight die Wayne einfach zweimal gekillt. Außerdem die Nico, die hat es einfach noch sehr gut geschafft, hier wegzukommen. Also ich weiß gar nicht, wie sie da übersehen wurde. Die dann auch nochmal reintippiert und ja, auch stirbt. Also hier sehr, sehr gut gemacht von den 5 Friends. Und hier geht es auch gleich weiter. Es geht gleich weiter. Soraka hier von
sich selber gesaved. Ich wollte gerade sagen, der ADC hat hier nochmal gute Arbeit mit ihm hier geleistet, aber tatsächlich der ADC mit Barrier am Start, demnach hier sich selber gehealt und somit rausgekommen, und Galio kam aber auf der anderen Seite auch ungestraft davon. Jetzt aber Deft hier im 1v1 mit dem Midlaner. W ist gemisst, aber macht einfach massiven Schaden schon mit ihren Autotags und mit ihren Qs, obwohl sie ein Level behind ist, und kommt hier tatsächlich aus dieser ungünstigen Position nochmal raus. Jetzt wird es aber Tristana wissen und es ist unglückliches Timing mit ihrer W, wird hier nochmal gesnärt und da ist Black Chinese zur Stelle. Der Shen ist zur Stelle. Nico Ultimate trifft hier tatsächlich die Slender auch nicht. Die lebt immer noch. Das ist ja Wahnsinn, und man hat 2 Kills dadurch jetzt sichern können. Sehr gut gemacht wieder vom Shen. Sehr schöne Ultimate. Ja, gut gesehen, dass die Senna hier unter Druck gesetzt wurde von 3 Teammates von Trust Esports, und der Kayn, der macht so viel Damage, der Nocturne, der weiß ja gar nicht, was mit ihm geschieht, und der nächste Kill für den Shen hier, der mittlerweile auch schon 2-0-10 steht. Also die rennen hier schon auch sehr gut drüber, muss ich sagen. Ja, das ist richtig, und ich bin auch sehr, sehr überzeugt von der Performance hier vom Coach von den 5 Friends. Muss man immer noch bedenken. Spielt es hier so gut, wie er das Team coachen kann. Gefällt mir sehr, sehr gut auf dem Shen, muss man sagen. Ist immer eigentlich zur rechten Zeit am rechten Ort, was auch wirklich, was du als Shen auch wirklich sein musst, wenn du den in einem 5 gegen 5 Competitive Game pickst. Du musst da sein für deine Teammates. Du bist quasi der zweite Supporter im Team, wenn man das so will. Ja, vor allem ist da wichtig, dass alle Leute callen, wenn sie low sind. Da ist es für dich auch einfacher. Ich denke mal, dass hier sehr gute Teamkommunikation auch vorhanden ist. Die werden einfach auch schreien wahrscheinlich. Also ich denke mal, auch die Leute, die in dem Haus mitwohnen, die sind nicht so erfreut. Aber ich glaube, dass der Shen hier einen sehr, sehr guten Job macht. Jetzt aber sehr schön ein Engage hier vom Kayn kombiniert mit der Senna Ultimate. Und man fährt hier komplett drüber. Double Kill für die Senna. Das, wow, also hier, du stehst hier neben mir mit offenem Mund. Die sind alle full life. Der Kayn ist da über die Wand gekommen tatsächlich, hat hier wahnsinnig viel Schaden anbringen können, und dann war die Senna Ult zur Stelle und man hat hier wirklich nichts machen können. Es sind alle gerade gestorben. Das waren vor allem innerhalb von 2 Sekunden oder so. Also das war, ja. Die haben alle einfach gewonnen schon, das gesamte Gegnerteam. Ja, das war das schnellste Ace, was wir, glaube ich, in der Franken-Finals-Geschichte gesehen haben. Jetzt versucht man hier nochmal, Galio geht hier nochmal rein, trifft den Torn tatsächlich auf Book, aggressive W von der Tristana, das hat sie, glaube ich, umgebracht. Ein Autotech wäre es noch, der kommt durch die Range von Deft, von Senna, ist einfach jetzt massiv, dadurch, dass sie sehr viele Seelen durch sehr viele Kills und Assists schon gesammelt hat. Ah, das ist die falsche Nico. Da sollte man jetzt nicht alles draufschmeißen, aber es sieht hier fast danach aus, als ob man hier keine Gnade kennt. Es ist die 17. Minute und man zieht hier vielleicht sogar den Finish durch. Vielleicht kann man nochmal einen guten Engage treffen. Schöner Root hier auf dem Galio. Der zweite Root kommt direkt hinterher. Nocturne Ult ist aber drauf. Wen wird es treffen? Die Senna wird es treffen. Galio Ult trifft hier niemanden, was das Gegnerteam angeht. Kayn mittlerweile in allen drin. Schöne Nico Ult nochmal auf Abotrox und Book hier getroffen. Aber Tristana muss nochmal rausflashen. Wayne auch sehr, sehr low. Double Kill für die Senna. Der nächste Kill geht an den Midlaner. Unstoppable. Jetzt lebt nur noch der Galio. Ich glaube nicht, dass er das richten kann, Jonathan. Ja, die machen einfach so viel Damage. Die haben hier gerade, die killen alle einfach innerhalb von einer Sekunde. Also das Game ist hier schon wieder durch. Und diesmal steht es nicht 29-2, sondern 29-3. 29-3, sehr schön gemerkt. Wir haben auch eine Minute länger gespielt, ungefähr, wenn wir das jetzt vergleichen. Ja, eine Minute länger und ein Kill für das andere Team. Ein Kill. Ja. Also.